Dieses Expertenangebot der Woche begleitet euch problemlos durch den Alltag. Der 1,2 GHz Quad-Core-Prozessor und die 1,5 GB Arbeitsspeicher bieten euch genug Leistung, um auch aufwendige Apps flüssig darzustellen. Und das Ganze sieht auf dem 12,63 cm großen HD Super AMOLED Display auch noch richtig gut aus. Und wenn ihr mal länger unterwegs seid, sorgt der Ultra-Energiesparmodus dafür, dass euch nicht plötzlich der Saft ausgeht. Und auch beim Speicher könnt ihr nachhelfen. Die internen 8 GB könnt ihr per MicroSD-Karte um bis zu 128 GB erweitern. Und mit der 13-Megapixel-Hauptkamera und der 5-Megapixel-Frontkamera, die beide mit einem Blitz ausgestattet sind, gelingen euch dann immer die perfekten Fotos. Und mit der Kamera-Schnellstartfunktion verpasst ihr dann auch garantiert nicht mehr den richtigen Moment. Dieses Expertenangebot der Woche bekommt ihr in den Farben Weiß, Gold oder Schwarz für nur 169 Euro in allen Expert-Fachmärkten oder unter www.expert.de. Expert, immer stark beraten. In Cottbus, Hoyerswerda und Senftenberg oder unter esc-expert.de. Werbung im Elsterwelle Fernsehen. Jetzt noch günstiger. 2:1 ist das Motto im Februar. Das heißt, 2 Wochen werben und nur eine bezahlen. Sie können so weit mehr als 60.000 Ihrer Kunden in Kamenz, Bernsdorf, Bergen, Laubusch, Schwarzkolm und der Stadt Hoyerswerda mehrmals täglich erreichen. Anruf genügt. 03571 42540. Hoyerswerda 42540. Elsterwelle. Wir bringen Sie ins Fernsehen. Zum Jubiläum. Wir feiern, Sie sparen. Beim verkaufsoffenen Wochenende im Möbelzentrum Großrieschen vom 12. bis 14. Februar. Mit Mega-Sparchancen in allen Abteilungen. 30% Rabatt auf alle Möbel und bis zu 50% auf alle Küchenneubestellungen. Zusätzlich sogar mit unserer 0% Finanzierung. Ein tolles Programm mit Tipps und Tricks von unseren Werksberatern. Und am Sonntag das große Siemens Live-Cooking. Und Sie können gratis probieren. Riesigen Spaß gibt's für die Kleinen beim Kinderschminken und auf unserer Hüpfburg. Beim verkaufsoffenen Jubiläumswochenende vom 12. bis 14. Februar. Möbelzentrum Großrieschen. Das größte Möbelzentrum in der Lausitz. Direkt an der B96. Hallo liebe Zuschauer und willkommen zur Drehscheibe Lausitz am Aschermittwoch. Die Faschingszeit ist zwar vorbei, trotzdem geht es bei uns heute um eine Schnapszahl. 1111 Tage gibt es nämlich die Hoyerswerder Initiative Stadtwunder nun schon. Wofür sie steht, darüber informiert sie meine Kollegin Frances Wendt. Jetzt an meiner Seite die Hauptorganisatorin Doreen Becker. Doreen, wie sieht's denn aus? Am Anfang wart ihr so knapp eine Handvoll Freiwilliger. Wie sieht das jetzt aus? Ja, im Moment auch nicht viel mehr. Wir sind 10 aktive Leute und haben noch ein paar Helferlein so im Hintergrund.
In den letzten 3 Jahren habt ihr ja so einige Projekte gestartet. Was alles genau? Zum 4. Mal werden wir jetzt den Subotnik im Indianerdorf machen. Das ist schon Tradition bei uns. Das Osterhasendorf ist eine unserer Aktionen, die sehr gut ankommt, und das Weihnachtsdorf. Gab es denn eigentlich auch so ein paar Rückschläge bei den ganzen Projekten? Ja, definitiv immer wieder. Also es kommt viel zu Zerstörung, zu Diebstahl. Wir wissen zwar von einigen Verantwortlichen, aber man kann dem nicht wirklich Herr werden. Aber es bringt uns jetzt nicht dazu, dass wir aufgeben. Wir werden weitermachen auf jeden Fall. Thema weitermachen. Was sind denn so eure Wünsche und Pläne für die Zukunft? Na, Wünsche definitiv mehr aktive Mitstreiter, Unterstützer für die ganze Sache, aber auch für die Stadt mehr Eigeninitiative von den Einwohnern, den Mut aufbringen, auch selbst was zu tun. Was steht denn als nächstes bei euch auf dem Plan? Als nächstes ist geplant, das Osterhasendorf wieder aufzubauen. Das wird eine Woche vor Ostern stattfinden. Und natürlich unseren Subotnik wieder im Indianerdorf im April. Und der Ostereierbaum, der wieder geschmückt werden soll. Wer Interesse hat, wer kann sich wo melden und wie? Melden kann man sich jederzeit bei uns über Facebook, dort haben wir eine Seite. Und natürlich uns privat auch ansprechen, wenn man uns auf der Straße trifft und erkennt, ne? In Ordnung, ich danke dir sehr fürs Gespräch und liebe Zuschauer, wenn Sie Interesse haben, dann packen Sie doch einfach mit an und melden Sie sich. Die Kostüme werden weggepackt und das Konfetti von der Straße gefegt. Damit geht der Karneval auch in unserer Region zu Ende und eine neue Zeit beginnt. Nach dem närrischen Karneval ist es Zeit für Ruhe und Besinnung. Mit dem Aschermittwoch beginnt deshalb die Fastenzeit. Eine Zeit, die die Menschen ganz unterschiedlich nutzen. Ich faste gar nichts. Ich bin nicht religiös und von daher spielt das für mich eigentlich keine Rolle. Süßes, das muss eben noch weniger werden. Ich habe da noch nicht groß drüber nachgedacht. Vielleicht Alkohol? Gar nichts, auch kein Glas Rotwein mal. Ich faste nicht, weil ich nicht religiös bin. Ich faste nicht mehr, ich bin alt genug. Warum nicht? Warum soll ich fasten? Ich bin schlank, ich renne. Warum brauche ich doch nicht fasten? In der Fastenzeit geht es allerdings nicht vorrangig um die Figur oder darum abzunehmen. Der Ursprung liegt eigentlich im Christentum. Gefastet wird praktisch in allen Religionen. Im Christlichen nimmt man Bezug auf die 40 Tage Jesu in der Wüste, wo er auch gefastet hat. Das ist der biblische Hintergrund. Und wir nutzen diese 40 Tage, um uns auf Ostern, das größte christliche Fest, vorzubereiten. Auch innerlich sozusagen fit zu machen für diesen Neuanfang, dass der Tod besiegt ist. Fasten ist für viele erstmal eine Übung des Verzichts. Das ist sozusagen aber nur der Einstieg. Fasten ist eigentlich eine Hilfe, um das eigene Leben mal wieder in den Blick zu nehmen und zu schauen, wo brauche ich denn Veränderung oder wo könnte was Neues beginnen. Also das Gute, was wachsen soll, steht eigentlich im Vordergrund und nicht der Verzicht. Der Verzicht auf eine Sache soll also die Besinnlichkeit fördern. Verzichten kann man dabei auf ganz unterschiedliche Dinge. Manche geben das Rauchen auf. Im Trend liegt auch der Verzicht auf Alkohol. Auch digitales Fasten wird immer häufiger zum Thema. Am beliebtesten ist allerdings das Nahrungsmittelfasten. Wer sich für diese Variante entscheidet, sollte jedoch einiges beachten. Der Fehler dabei ist, dass man also sich erst massiv runterschraubt mit seinem Kalorienbedarf. Das ist für den Körper äußerst ungünstig, da schrillen alle Alarmglocken. Und wenn ich danach wieder in die Völlerei verfalle zum Osterfest, dann ist mein Körper also auf bestem Wege, maximale Fettvorräte anzulegen, weil er ja bisher so gelitten hat. Ich sollte darauf achten, dass ich zumindest meine Eiweißreserven noch sichere. Das heißt, man könnte zum Beispiel, die gesunde Alternative zum Fasten wäre sogenanntes modifiziertes Fasten, dass ich schon auf so ziemlich alle Nahrungsbestandteile verzichte, aber zumindest 3-mal am Tag einen Eiweißshake trinke, um also diesen Magermasseverlust so gering wie möglich zu halten. Ob man auf etwas verzichtet oder nicht, jeder kann die kommenden 40 Tage nutzen, um zur Ruhe zu kommen und sich auf Ostern zu freuen. Mit noch mehr aktuellen Nachrichten hier aus unserer Region melden wir uns gleich zurück, liebe Zuschauer, nach einer kurzen Werbepause. Bleiben Sie dran. AWO
Lausitz, wir betreuen Generationen. Mit uns fängt der Tag gepflegt an. Ihre Selbstständigkeit in Ihrer gewohnten Umgebung und unsere professionelle und einfühlsame Betreuung sind das perfekte Team. Die Arbeiterwohlfahrt in Hoyerswerda. Nähere Infos unter Hoyerswerda 48 85 0 oder im Netz unter awo-lausitz.de. Das ist für mich immer ein neues Abenteuer. Also man erlebt schon zu zweit sehr, sehr viele Dinge. Und hier bin ich eigentlich die meiste Zeit. Ich bin hier im Stall der gleiche wie auf Arbeit. Natürlich in einem anderen Outfit und ich rieche auch anders. Also dafür, dass es nicht mein Wunschberuf war, ist jetzt ein richtiger Traumjob geworden. Macht Spaß. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstagabend auf der B96 unweit von Schwarzkolm. Ein 86-Jähriger war mit seinem Clio aus ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer und seine 79-jährige Beifahrerin wurden dabei schwer verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Aufgrund der Bergungsarbeiten kam es auf der Bundesstraße zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Mehr Meldungen vom Tage jetzt im Überblick. Zum Wochenbeginn zogen bislang Unbekannte randalierend durch Hoyerswerda. Ihre überschüssige Energie haben sie an mehreren parkenden Autos ausgelassen. In der Nacht zum Dienstag wurden im Bleichgässchen ein Golf und ein Volvo durch Tritte gegen die Spiegel beschädigt. Auch an einem Opel, der an der Heinrich-Heine-Straße parkte, traten die Täter die Außenspiegel ab. Am Dienstagabend wurde an der Straße des Friedens auf gleiche Weise ein Mazda zum Ziel von Vandalen. Am schlimmsten traf es den Besitzer eines Mercedes. Der 57-Jährige parkte sein Fahrzeug für einige Stunden am Gondelteich. Dort wurden die Frontscheibe, beide Außenspiegel, das Dachfenster und der Lack seines Autos beschädigt. Allein in diesem Fall beläuft sich die Schadenssumme auf rund 3.000 Euro. Hinzu kommen mehrere hundert Euro Sachschaden an den anderen Tatorten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zwei Brände in Hoyerswerda haben in der Nacht zum Mittwoch die Feuerwehr beschäftigt. Zunächst eilten die Rettungskräfte zum Michalkener Weg, dort brannte eine Laube. Nur kurze Zeit später wurde Feuerschein über einer Kleingartenanlage an der Karl-Liebknecht-Straße bemerkt. Auch dort stand ein Gartenhäuschen in Flammen. Verletzt wurde bei den Bränden niemand, jedoch entstand erheblicher Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Der Untersuchungsbericht zur Kostenüberschreitung bei der Sanierung des Hoyerswerda Bürgerzentrums wird erst im März vom Stadtrat behandelt. Wie Rathaussprecher Bernd Wiemer mitgeteilt hat, habe sich der Ausschuss darauf verständigt, da Oberbürgermeister Stefan Skura in der Februarsitzung im Urlaub ist. Der Ausschuss hatte im November 2014 seine Tätigkeit aufgenommen. Für die Woche der offenen Unternehmen vom 7. bis 12. März können interessierte Betriebe weiterhin kostenfrei ihre Angebote auf der Internetplattform www.schau-rhein-sachsen.de eintragen. Die Veranstaltung soll Jugendlichen ermöglichen, sich in Betrieben über Ausbildungs- und Studienangebote sowie berufliche Perspektiven nach der Schulzeit zu informieren. Interessierte Jugendliche der Klassenstufe 7 bis 13 können dort auch die Unternehmen buchen, die sie gern besuchen möchten. Eine kostenlose Informationsveranstaltung zur Existenzgründung bietet die IHK-Geschäftsstelle Bautzen am 23. Februar an. Neben der Klärung der Voraussetzung geht es auch um Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten. Auch bei der Erstellung des Unternehmenskonzeptes wird Hilfe angeboten. Eine telefonische Anmeldung unter 035 91 35 1304 ist aus organisatorischen Gründen erforderlich. Unsere Umfrage am Dienstag hat gezeigt, viele Menschen fühlen sich im Internet nicht sicher. Einige Tipps, worauf Sie achten sollten, gibt es nach einer kleinen Werbepause. Bleiben Sie dran.
Nichts los hier? Oh, doch. Wer möchte mitmachen? In lockeren Interviews bieten wir den Akteuren vor Ort eine Plattform, um sich vorzustellen. Egal ob Krabbelgruppe, Jugendclub, Häkel- oder Töpferkurs oder die Männerrunde. Jeder hat hier die Chance, dabei zu sein. Ausnahmen gelten für kommerzielle Angebote. Interessiert? Einfach eine E-Mail mit kurzer Beschreibung, Ansprechpartner und einer Telefonnummer an info@elsterwelle.de. Mal schnell ins Internet gehen. Nachdenken tut man darüber eigentlich nicht tiefer. Trotzdem sollte man eine gewisse Vorsicht walten lassen, denn reichlich Betrüger sind im Netz unterwegs. Das A und O, eine aktuelle Antivirensoftware auf dem PC, das läuft bei den meisten. Allerdings, wie sieht es mit den Smartphones aus, mit denen man ja sozusagen an jeder Ecke online gehen kann? Smartphone-Attacken gibt es ja mittlerweile auch, also dass da Viren versucht wird, drauf zu schmuggeln, beispielsweise mit gefälschten WhatsApp-Nachrichten und so weiter. Also da sollte man auch ganz genau darauf achten, dass man nicht in unseriöse Bereiche abgleitet des Internets, wo man dann derartige Attacken dann erwarten kann. Und man sollte natürlich beim Smartphone auch gucken, dass man so ein Virenprogramm mit drauf bringt. Passwörter sind meist der Knackpunkt. Immer noch weit verbreitet sind Geburtstage und Ähnliches. Doch sicher ist etwas anderes, wie Experten immer wieder hinweisen. Na, eigentlich ist es besser, man sucht sich beispielsweise im Buch einen Satz und nimmt davon von dem Satz immer die ersten Buchstaben der einzelnen Worte, die da drinstehen, und macht zum Schluss vielleicht noch ein Fragezeichen oder eine Raute dran. Das kann man sich ja irgendwo notieren und dann vielleicht auch mal auswendig lernen. Das ist deutlich besser, als solche persönlichen Daten da noch mit einzugeben. Kontrollieren, ob das eigene Passwort geknackt wurde, ist schwierig. Allerdings... Es gibt große Anbieter, die beispielsweise einem eine Mail schicken, wenn gesagt wird, wir haben also von Ihnen eine Bestellung bekommen, die sehr untypisch ist und ging auch nicht an Adressen, die von Ihnen bisher immer verwendet wurden. Und da wird es dann gestoppt, aber es wird eben nicht von allen Anbietern gemacht, sodass man das unter Umständen erst auf dem Kontoauszug merkt, wenn da große Beträge abgebucht worden sind für Dinge, die man nie bestellt hat. Vor sogenannten Phishing-Mails wird mittlerweile wohl jede Woche gewarnt. Täuschend echt sind hier Logos von Banken oder Versandhäusern in offiziell aussehenden Anschreiben gefälscht. Die Aufforderung, den Anhang öffnen, sollte man natürlich nicht. Aber was tun, wenn's passiert ist? Am besten sofort die Internetverbindung trennen und auch wenn es schwerfällt, wirklich zum Spezialisten gehen und das überprüfen lassen. Und das Geld dafür bezahlen ist wirklich sinnvoller, als dann Attacken aus dem Internet zu bekommen und die ganzen Daten abgefischt zu bekommen. Es ist ja nicht selten, dass mittlerweile sehr viel Online-Banking gemacht wird und wenn dann darüber auf das Konto zugegriffen wird, ist das erstmal sehr schmerzhaft. Vorsicht ist auch in den sozialen Netzwerken geboten. Dabei steht hier nicht Lug und Trug im Vordergrund, sondern das, was vielleicht in einigen Monaten oder Jahren vielleicht nicht mehr im Netz kursieren sollte. Naja, man sollte schon gucken, wem man überhaupt gestattet, auf seine Informationen zuzugreifen. Wenn man natürlich alle Welt an seinem täglichen Leben daran teilhaben lassen möchte, da kann man das durchaus machen. Man sollte aber eben mit beachten, dass sehr viele Dinge ja persönlich sind und kaum jemand anderes angehen. Und wenn erstmal Bilder oder Schreiben in der Welt sind, die kriegt man aus dem Internet so schnell nicht wieder raus. Sicherlich kann man es bei Facebook löschen, aber wenn das dann schon woanders irgendwo angekommen ist, die Macht, das auf anderen Seiten zu löschen, hat man dann kaum. Abo-Fallen im Kleingedruckten, auch das wird immer häufiger an die Verbraucherschützer herangetragen. Naja, vieles ist wirklich sehr geschickt aufgebaut, dass man es erst überhaupt nicht mitbekommt. Wenn angeboten wird, man kriegt beispielsweise ein Diätmittel erstmal zugeschickt als Gratisgeschenk. Allerdings muss man die Lieferkosten bezahlen. Und im Paket ist dann wirklich nur dieses Geschenk drin. Und hinterher kommt dann vielleicht eine Mitteilung, wir freuen uns, dass Sie ein Abonnement abgeschlossen haben. Ist erstmal der Ärger groß, weil man es im Vorfeld gar nicht erkennen konnte. Nicht neu, aber offensichtlich deutlich zunehmend sind sogenannte Fake-Shops. Auf der Suche nach einem möglichst günstigen Preis für diverse Artikel landet man ziemlich schnell darauf. Fake-Shops sind Läden im Internet, die tatsächlich gar nicht existieren,
aber mit sehr gut gemachten Seiten erstmal die Daten abgreifen und auch Geld abgreifen. Kommt nicht selten vor, dass beispielsweise chinesische Kreditkartenbelastungen stattfinden für Waren, die dann nie geliefert werden. Und da sollte man schon ganz genau hingucken, ob das bei dem Laden überhaupt ein Impressum dabei steht. Das heißt, wo befindet sich der Laden, wo kommt der her? Und dann guckt man sich auch am besten mal die Rückgabe- und Versandbedingungen an. Und wenn da auch sehr merkwürdige Dinge stehen, sollte man vom Kauf einfach Abstand halten. Die Quintessenz heißt wohl, Passwörter gut wählen und schützen, sich mit dem gesunden Menschenverstand im Netz bewegen und bei Bestellungen durchaus auch einmal das Kleingedruckte lesen. Stop and go, die aktuellen Straßensperrungen aus unserer Region. Die Kreisstraße zwischen Knappenrode und Koblenz ist vom Abzweig Knappenhütte bis zum Ortseingang Koblenz bis Sonntag, also den 14. Februar, voll gesperrt. Grund dafür sind Baumfällarbeiten. Eine Umleitung führt über die B96 und die Kreisstraße nach Großserchen. In Hoyerswerda kommt es noch bis zum 19. Februar zu Verkehrseinschränkungen auf der Einsteinstraße. Vollgesperrt ist die Rechtsabbiegespur in die Bautzner Allee. Die Zufahrt zum ehemaligen Karstadt-Parkplatz erfolgt über eine Behelfseinfahrt. Ebenfalls Hoyerswerda, hier ist die Görlitzer Brücke weiterhin komplett gesperrt. Umgeleitet wird in beide Richtungen über die Külz-Weinert- und Stauffenbergstraße. Fußgänger und Radler können über eine Behelfsbrücke die Schwarze Elster passieren. Stop and go, die aktuellen Straßensperrungen aus unserer Region. Das Elsterwelle-Kalenderblatt. Auf eine Apothekengeschichte von fast 350 Jahren kann Königsbrück zurückblicken. Um 1668 wird in einer Urkunde das Privileg der Löwenapotheke für den Herrschaftsbereich Königsbrück benannt. Weihnachten 1690 verlieh der damalige Standesherr von Königsbrück, Maximilian Freiherr von Schellendorf, dem Apotheker Gottfried Nicolai das Privileg für die von diesem in Königsbrück an der Ostseite des Marktes errichtete Apotheke. 1760, genau am 4. Dezember, wird die Apotheke bei einem großen Stadtbrand mit zerstört. Ein Jahr darauf neu gebaut. Das Relief an der Apotheke zeigt einen vergoldeten Löwen, der eine Kartusche hält, seitlich davon ein Palmenzweig. Auf der Kartusche ist ein Äskulapstab mit der Schlange zu sehen. Seit wann die Bezeichnung Löwenapotheke aufgekommen ist, war nicht mehr festzustellen, aber vermutlich mit dem Neubau. 1926 wurde das Haus aufgestockt und das ganze Erdgeschoss sowie das Hintergebäude ausschließlich der Apotheke vorbehalten. 1945, während der Kämpfe um Königsbrück, erhielt die Apotheke einen Granattreffer und erlitt auch am Inventar und Waren große Verluste. Auch heute noch ist das Traditionshaus in Betrieb. Das Elsterwelle-Kalenderblatt. Auf der Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda erfahren Mädchen und Jungen am Donnerstag unter anderem ab 10 Uhr, was Wölfe im Winter machen. Und ab 14 Uhr besteht die Möglichkeit, die japanische Faltkunst Origami zu entdecken. Der Nachbarschaftshilfeverein Hoyerswerda veranstaltet am Donnerstag unter anderem einen Kaffeeklatsch um 14 Uhr in der Begegnungsstätte im Flieshof am Markt in Hoyerswerda und ab 14.30 Uhr auch im Stell dich ein in der Einsteinstraße in Lauter. Blutspenden kann man am Donnerstag in Hoyerswerda. Der lebensrettende Saft wird von 15 bis 18 Uhr im christlichen Gymnasium Johanneum in der Fischerstraße abgenommen. Die Verbraucherberatungsstelle Hoyerswerda im Einsternhaus bietet am Donnerstag eine Infoveranstaltung zum Thema digitale Verbraucherrechte sicher unterwegs im Netz an. Los geht's 15 Uhr, die Teilnahme ist kostenfrei. Zum Mädchentreff wird am Donnerstag von 16 bis 18 Uhr in das Jugendhaus Lauter am Lessingplatz eingeladen. Und im Cinemotion in Hoyerswerda laufen ab Donnerstag in der neuen Programmwoche unter anderem die Komödien Dirty Grandpa und Sisters sowie der Familienfilm Die wilden Kerle, die Legende lebt.
Der Schneeball steht noch in voller Blüte, allerdings dürfte diese Pracht nicht mehr allzu lange zu bewundern sein. In der Nacht zum Donnerstag wird es wechselnd bis stark bewölkt sein und gelegentlich gibt es Regen, teils mit nassem Schnee vermischt bei 4 bis 1 Grad und einem schwachen bis mäßigen westlichen Wind. Am Donnerstag neben kurzen Auflockerungen oftmals stärker bewölkt und einige Regenschauer bei maximal 5 bis 7 Grad. Am Freitag nur leicht unbeständig mit einzelnen Schauern, zwischendurch auch freundliche Phasen, trotz zurückgehender Temperatur für die Jahreszeit zu mild. Ab Samstag insgesamt zunehmende Niederschlagsneigung, vor allem nachts mitunter auch nasser Schnee möglich. Das war die Drehscheibe Lausitz vom Mittwoch. Morgen berichten wir unter anderem von einem Integrationssportfest, zu dem Sportclub und LHV Hoyerswerda am Abend eingeladen haben. Das gesamte Team wünscht Ihnen jetzt einen schönen Abend. Bis morgen. Tschüss.